Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wie ihr seht, stehen wir hier gerade in Südhof beim Einsiedler an der Hütte. Da, wo die neuen Welches stehen, in Anführungszeichen, die Welch-Ponys der Generation 3. Und dies ist ein App-Kauf-Video, das heißt, das Pferd, was wir jetzt kaufen, ist aus der App. So, wir werden uns aber jetzt hier trotzdem mal die Sachen angucken. Die Welsh Ponys der Generation 3 werden als Typ B bezeichnet, gibt es in 7 Farben. Einer davon ist in der App, alle anderen stehen hier beim Einsiedler in Südhof, kam 2022, also dieses Jahr, das erste Mal rein. Kosten 800 Star Coins, sind ab Level 7 kaufbar. Ich weiß nicht, ob hier noch die Regelung gilt vom Einsiedler, dass man erst einen bestimmten Ruf haben muss. Damit müsste man die Sachen nochmal nachspielen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt leider nicht. Früher hat man für die Welsh Ponys allerdings den Ruf freundlich beim Einsiedler haben müssen. Das Welsh Pony der Generation 3 hat eine spezielle Gangart, nämlich so ein Hüpfen. Und 8 spezielle Frisuren. Ja. Außerdem kommt es mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Oh, ja. Und die Farben sind halt wirklich hübsch. Seit tausenden von Jahren ist Wales die Heimat des allseits beliebten Welsh Ponys. Diese Rasse wurde von Land und Leuten geprägt und hat sich zu einem robusten und strapazierfähigen Pony entwickelt, das auch unter schwierigen Bedingungen zurechtkommt. Einige dieser Ponys gehörten wilden Herden an, die unzählige Generationen zurückreichen. Andere arbeiteten an der Seite von Bauern, während wieder andere von Königinnen gehalten wurden und verwöhnt wurden. Im Mittelalter war die Rasse als starkes und schnelles Pony etabliert, das sich zum Ziehen eines Flugs genauso eignete wie zum Einsatz in der Schlacht, und es gab sie in verschiedenen Größen. Erst um 1900 wurden die Welsh Ponys in den Zuchtbüchern offiziell nach Größe und Körperbau eingeteilt. Gerüchten zufolge waren die wilden Welsh Ponys der Südhof-Halbinsel ursprünglich im Besitz der Familie Winterwell, die sie irgendwann sich selbst überlassen hat. Das war für sie durchaus von Vorteil, denn die Ponys gedeihten dort prächtig, aber ihre Anpassungsfähigkeit führte dazu, dass viele Bewohner Jorviks sich ein Welsh Pony zulegten, das perfekt für Arbeit, Kampf und Freizeitaktivitäten im Klima Jorviks geeignet war. Welsh Ponys haben das typische freundliche Wesen eines Ponys, lernen schnell und beherrschen jede Disziplin, in der sie ausgebildet werden. Ebenso vielfältig wie sie ist auch ihr Fell, das es in allen möglichen Farben gibt. Dieses Welsh Pony ist der Reittyp auch Sektion B genannt und ist der leichteste der Welsh Pony Typen. Obwohl es eleganter ist, hat es sein Bergpony-Erbe nicht verloren und ist immer noch zäh und bereit, über jedes Terrain zu galoppieren. Alles, was ein solches Welsh Pony braucht, ist ein Weggefährte, der mit seiner Ausdauer mithalten kann. Ja, ich habe ja bereits ein Welsh Pony der Generation 3, nämlich hier die gute Maus. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal gerade überlegen, was für eine Farbe ich gekauft habe. Sorry, ich bin mittlerweile bei so ziemlich bei Pferd 130 und da komme ich ein bisschen durcheinander. Mein Kater versucht gerade die Tür aufzumachen, zu mir zu kommen. Ja, wir gucken uns jetzt hier allerdings mal gerade die Animation an, weil ich ja das nicht in das Pferdeverkaufsfenster von dem Pferd komme, was ich gekauft habe, da das ja in der App ist. Und ja. Also, inaktiv habt ihr gesehen, es guckt ein bisschen rum, es schaut mal mit dem Huf, es schüttelt mal den Kopf. Ich glaube, grasen tun die gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier den Schritt. Den Trab. Den Kanter. Den Galopp. Den schnellen Galopp. Und die besondere Animation, dieses Hüpfen halt. Mal nochmal.
Und da ist der Kater gerade runtergefallen. Ja, dieses Hüpfen ist halt die spezielle Animation des Welsh Ponys. Die Mähnen würde ich tatsächlich sagen, gucken wir uns auf dem anderen Pferd dann nochmal an. Da will ich mich sowieso durchgehen. Und zwar habe ich mir das Epp-Pferd geholt. Das ist ein Apfelschimmel? Auf jeden Fall was Graues. Wunderschönes Tierchen. RCS heißt bei mir Lost Love und steht dort hinten. Wartet schon auf den Einsatz. Ich glaube, es wird bei mir eine Stute, beziehungsweise ist bei mir eine Stute. Auf jeden Fall ist es eine Erwachsene bei mir und ich glaube tatsächlich, dass die Süße bei mir eine Stute ist. Ja, ich glaube schon, ist bei mir eine Stute. Meine verlorene Liebe. Und sie ist wirklich von der Farbe her unglaublich hübsch. Sie ist wirklich knuffelig. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach auf der Südhoffarm nochmal kurz die Gangarten und danach gehen wir zum Friseur. Das waren die Gangarten von Lost Love. Wir sehen uns dann jetzt beim Friseur. So, wir stehen jetzt beim Friseur. Ist schon Ewigkeiten her, dass ich mal wieder beim Friseur stand. Mit dem neuen Pferdeverkaufsfenster braucht man den ja quasi gar nicht mehr. Jedenfalls, das hier ist die Standardmähne von der süßen Maus. Mit diesem kleinen, Flechtzopf hier vorne. Finde ich ehrlich gesagt süß. Gegen sowas habe ich nichts einzuwenden, weil das halt nur dezent ist und nicht alles eingeflochten ist. Die Mähne ist ganz hübsch, die finde ich süß. Die ist einseitig, die Mähne. Wir haben diesen wunderschönen Schopf. Der Schweif ist auch richtig schick. Und dann haben wir hier diese etwas kürzere Mähne, auch wieder mit einem kleinen Flechtzopf. Finde ich bei ihr jetzt nicht so passend. Sie sieht sehr dicklich dadurch aus, hat einen sehr breiten Hals dadurch. Ist im Prinzip ja kein Problem, aber ich möchte das jetzt gerade nicht. Ist auch wieder einseitig, die Mähne. Der Schopf wirkt irgendwie so ein bisschen, irgendwie so ein Bad Hair Day wirkt das. Der Schweif bleibt allerdings gleich. So, dann haben wir noch diese Zöpfchen, finde ich schrecklich, ist mir persönlich zu viel. Finde ich aber schön, dass sie da ein bisschen drauf geachtet haben, dass zum Beispiel auch die hellen Strähnen hier unten auch mit dabei sind. Seht ihr, es sind ein paar kleine hellere Punkte drin quasi. Auch wieder einseitig die Mähne. Auch der Schopf ist eingeflochten. Der Schweif ist auch eingeflochten. Das geht auch noch meiner Meinung nach. Der eingeflochtene Schweif finde ich jetzt nicht so schrecklich. Würde ich aber jetzt nicht bevorzugen. So, dann haben wir noch hier diese Wuschelmähne. Finde ich bei ihr auch sehr schön. Die ist sehr schön lang. Ich mag das ja. Die ist auch wieder einseitig die Mähne. Der Schopf hier gefällt mir nicht ganz so gut. Der ist ein bisschen, lasch und schwach im Gegensatz zur Mähne. Also die Mähne mit dem Schopf fände ich halt wirklich perfekt. Der Schweif verändert sich nicht. Dann haben wir noch diese Stehmähne. Finde ich schrecklich. Wer ab und zu mal Videos, Pferdekauf-Videos von mir guckt, weiß, die einzigen Pferde, die bei mir eine Stehmähne haben dürfen, sind norwegische Fjordpferde. Und du bist kein norwegisches Fjordpferd, meine Süße. Du bist ein Welsh Pony, deswegen kriegst du keine Stehmähne. Klar, natürlich nur einseitig. Und auch kein Schopf. Der Schweif ändert sich hier ebenfalls nicht.
Dann haben wir noch diese ganz, ganz raspelkurze Mähne. Finde ich auch schrecklich. Würde ich niemals machen. Auch wieder nur einseitig. Kein Schopf. Ist das... Nee, das ist abgeschnitten. Okay. Auch hier ändert sich der Schweif nicht. Dann haben wir die Zöpfchen. Die sind sowieso grausam. Nö. Nö. Und da wird der Schweif wieder eingeflochten. Was ich bei dem Schweif mag, ist dieses Gewellte. Das finde ich natürlich sehr toll, gell? Und dann haben wir die Zöpfchen hier quasi nochmal in einer kurzen Version. Auch da wieder schön drauf geachtet, dass die Farben ein bisschen, dass die Farben im Zopf ein bisschen unterschiedlich sind. Das finde ich schön, aber so an sich finde ich die Mähne nicht so toll. Auch hier ist der Schweif wieder eingeflochten. So, da mir bei der Mähne hier der Schopf nicht gefällt, werde ich tatsächlich bei dieser Mähne bleiben. Finde ich auch eigentlich ganz hübsch. Vor allem der Schopf gefällt mir halt sehr. Und ja. So, ich habe ja bereits einen Welsh Pony der Generation 3. Und mir fällt mal gerade auf, wie steif wir eigentlich auf dem Pferd sitzen. Also wir gehen ja überhaupt nicht in der Bewegung mit. Wir machen ja gar nichts auf dem Pferd. Ist mir vorher ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ja gut, jetzt stehe ich hier irgendwo, ich zitter. Lauf mal vorbei, komm. Danke. Schön durch mich durch, so gehört sich das. Ich habe, wie gesagt, bereits einen Welsh Pony der Generation 3. Ich finde die wirklich niedlich. Ich bin auf meiner Cake Candle sehr gerne geritten. Mir ist jetzt so nichts negativ aufgefallen. Beim Galopp, glaube ich, war das. Ja, hier ab dem schnellen Galopp. Ja, natürlich, jetzt reite ich natürlich durch das Weizenfeld. Da sieht man ja auch alles. Hier ab dem Galopp sieht das Hinterbein so ein bisschen mechanisch aus. Aber das ist jetzt für mich kein Kriterium, mir das Pferd nicht zu kaufen. Und bei diesem Hüpfen weiß ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht, was das Ganze soll. Das wirkt nämlich eher so ein bisschen unsicher. So nach dem Motto, so, was mache ich hier, was mache ich hier, schaffe ich das? Ich meine, ich nutze es nicht, aber es ist ja trotz allem eine spezielle Animation, für die man natürlich dann noch Geld bezahlt. Und ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Und ich glaube, sonst gibt es eigentlich zum Welsh Pony nichts zu sagen. Also ich finde die total knuffig. Ich finde sie auf jeden Fall süß. Sie ist richtig toll. Ich hätte mir noch eine beidseitige Mähne gewünscht mit dem Schopf. Aber gut, das ist dann Meckern auf hohem Niveau. Jetzt, ey, diese Ziellinie nervt mich jetzt. Was ich beim Welsh Pony halt auf jeden Fall schön finde, ist, dass sie so ein sehr freundliches Gesicht haben, dass sie sehr knuffig aussehen. Ich mag bei ihr jetzt gerade die Zweifärbung vom Nüstern, finde ich sehr schön. Sieht richtig knuffig aus. Und die haben so riesen Augen, was ihnen halt nochmal dieses Pony-Aussehen nochmal extra verleiht irgendwie. Ich meine, guckt euch mal diese Augen an. Sind die nicht hübsch? Sehen die nicht hübsch? Dann nimm ich mal aus. Sind die nicht hübsch? Wunderschön, oder? Diese Äuglein, die sind doch mal richtig toll. Jo, Mausi. Also ich finde die Welsh Ponys super süß. Und für mich gibt es eine klare Kaufempfehlung für die Welsh Ponys der dritten Generation. Die sind schön zum Ansehen, sind schön zum Reiten. Und ja, farblich sind die sowieso alle toll. Und ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von mir auf jeden Fall ein Daumen hoch, klare Kaufempfehlung. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein süßes kleines Pony sucht. Ja. Gell? Schnuckelbiene. Und auch das Reitgefühl beim Ausreiten ist wirklich ein schönes auf den Welsh Ponys. Ja. Ja. Du hast jetzt auch keinen Bock mehr. Du willst jetzt hier weitermachen gehen, gell? Okay, machen wir weiter, Lost Love. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob und welches Welsh Pony ihr habt. Habt ihr vielleicht auch von den alten eins? Ich habe auch von den alten eins, nämlich das braune Welsh Pony. Boah, frag mich jetzt aber nicht, wie ich die genannt habe. Little Bell, meine kleine Glocke. Genau, so hieß die. Noch eine Info zu nächster Woche. Nächste Woche kommen ja die neuen magischen Pferde rein.
Deswegen kommt da auf jeden Fall am Samstag, entweder am Mittwoch oder am Samstag ein Pferdekaufvideo von den neuen magischen Pferden. Wahrscheinlich am Mittwoch schon eins. Ich würde dann aber tatsächlich das andere magische Pferd erst auf die Woche danach packen. Also auf den Samstag dann danach. Das nächste Woche Mittwoch kommt eins, dann am Samstag kommt ein anderes Pferdekaufvideo und dann am Samstag danach kommt dann wieder dann das andere von den magischen Pferden, damit ich so ein bisschen zwischendurch was anderes habe. Ja, gut. Jetzt aber reicht. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!